Heute ist mit Vlog. Ich versuche jetzt jeden Mittwoch ein bisschen für euch zu vloggen. Seit fast 2 Monaten habe ich das mit meinen Lungen zu kämpfen. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin so... Ich war bei der Tomografie und irgendwas ist da. Und irgendwie konnte ich diese Berichte auf Türkisch irgendwie nicht ganz... Ja, jetzt muss ich eigentlich die CD zu meiner Schwester, zu Sela, schicken, weil die arbeitet ja in der Radiologie. Und ich habe halt nur rauslesen können aus meinem Bericht, dass ich ein paar Knötchen habe. Ich weiß jetzt nicht, in der Lunge oder wo sind die? Dazu hat aber der Arzt irgendwie gar nichts gesagt. Dann habe ich eine vergrößerte Milz. Und dann habe ich auch noch Skoliose. Also das ist, wenn dieser Rücken so ein bisschen leicht krumm ist. Ich wette mit euch, das liegt in meiner Brust. Ja, auf jeden Fall wollen wir gleich nochmal zum Arzt, weil ich muss das... zur Kontrolle. Ich habe jetzt 2 verschiedene Antibiotika gekriegt und irgendwie habe ich immer noch so ein Stechen in der Brust beim Atmen, beim Husten, beim Drehen. Irgendwie kann es das ja nicht gewesen sein, ne? Ich sehe fertig aus. Wobei ich heute Nacht, ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, dass ich mir nichts mehr als Schlaf wünsche. Guckt mal, wie viel ich heute geschlafen habe. Ah, da sieht man das. Knapp 9 Stunden durchgeschlafen. Ich habe also diese Ava-App, die misst halt nachts so auch, wie lange du schläfst und so. 9 Stunden und er ist nicht aufgewacht. Auf mit dem Zahn einnehmen. Nee, das ist nichts für Kinder. So. Jetzt machen wir uns schnell fertig und dann gehen wir zum Arzt. Und so, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil manche Ärzte machen auch Mittag. Also, die sind dann halt mittags nicht da. Wir fahren ja nicht in eine Praxis, sondern wir fahren ja immer ins Krankenhaus. Das ist bei uns in der Türkei eigentlich überwiegend vermehrt so, dass die Ärzte im Krankenhaus haben. Es gibt halt viele, die haben auch ihre eigene Praxis, aber das sind dann immer so, finde ich, immer diese Luxusärzte, ne? Best Bro? Noch nicht, aber wer weiß wann. Ach, du hast keine Lust jetzt mehr, ne? Aha, aha, jetzt wissen wir, warum hier einer heult. Hansa, alle kennen dich doch als lieben Jungen. Musst du doch hier nicht rumheulen. Er schläft. Er hat geschlafen, ganze 2 Minuten. Toll. Okay, ich mache mich jetzt eben fertig. Bugün sanki öksürüğüm arttı biraz ha. Niye öyle oldu? Übrigens, das ist mein Mann Sami. Hallo de. Seni artık ben videolardan kesmeyeceğim Sami. Ne demek kesmeyeceğim ya? Uğraşamam ben valla. Tamam mı? Hayır. Henüz dünya buna hazır değil. Ich hatte gestern Kontaktlinsen drin, es ist keinem aufgefallen. Noch nicht mal mein Mann. Denke ich mir so, oh Gott, guckt er mich gar nicht an. Ja, zaten beni kesmeyeceğim diyorsun da, yani gömleğimi yerden alıyorum. Onu mu yayınlayacağım? Wach, 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 yazık. Yazık. Kim yere koydu acaba? Ben böyle yere koydum. He? Kendin koyuyorsun, kendin dağınıksın, sonra bana şey yapıyorsun. Wir warten jetzt hier beim Arzt. Heute ist irgendwie alles noch schlimmer geworden. Noch mehr Husten als sonst. Mal gucken, was er jetzt gleich sagt. So, ich war jetzt noch mal kurz beim Arzt drin und es sieht so aus, als hätte ich eine Tuberkulose. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das her habe. Beziehungsweise, wir haben ja in Deutschland keine Tuberkuloseimpfung. Und ich habe die nicht. Und hier gibt es halt andere Krankheiten als wir in Deutschland. Und zum Beispiel Hamza hat die Impfung bekommen, aber ich habe sie nicht. Und die gehen davon aus, dass ich eine leichte Tuberkulose habe. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt nochmal ein Röntgenbild machen und dann wissen wir mehr. Hamza ist auch eingeschlafen in seinem Sitz. Dudi! Ja, Breck, ja. Sami hat Rückenschmerzen bzw. ein Klunsch. Total witzig. Beschwert sich gerade darüber, dass das ja so weh tut. Och, du wehleidiger, du. Oh, das ist so witzig, ey, wenn Männer eine Grippe oder sonstiges haben, ne? Sterben die ja 7 Tode, oder wie sagt man das?
Jetzt wird erstmal was gegessen. Temizle nicht. Al olmuş, pulberi al, pulberi ye. Al, bir tane az mı? Ama ağzına ne girer mi? Pulberi ye oğlum, olur mu? Biraz acıya alış. Aynen, anan gibi. Acıya alış. Alışık acıya. Acı bizim yaşam tarzımız. Das war jetzt zweideutig. Tamam mı oğlum, acı bizim yaşam tarzımız, unutma. Okay, er hat gerade mein Essen gesichtet. Nein, ich geb dir gleich was. Big Bro. Warte jetzt nur noch kurz, dass Hamza aufwacht, dann werde ich gleich nach Hause gehen. Und ja, ich muss erstmal einen Kaffee trinken, ich habe so eine Kopfschmerzen. Kaffee, ich meine türkisch Mokka. Mokka! So, ich habe mir gerade hier Hamza umgebunden, den kleinen Mann. Und, oh Gott, das ist so schwer. Er wiegt genauso viel, wie ich abgenommen habe, ne? 10 Kilo. Und jetzt watschle ich nach Hause, weil meine Mutter kriegt heute Abend Besuch. Und auf die kommen, habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ja, ihr wisst alle, um wen es geht, ne? Insta-Story. Oh Gott, das ist so schwer. Scheiße, ey. Gott, mein Rücken. Oh Gott, ich bin so wehleidig. Scheiße, Mann. Aber das geht einfach darum, dass ich jetzt diesen Berg hier hochlatschen darf. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich nicht mit dem Auto fahre, ich habe keins mehr. Ich habe es verkauft. Ich habe einfach das Geld von dem Auto und andere Sachen investiert. Und mittlerweile haben wir doch jetzt auch hier unsere Metro und so weiter. Da geht es immer eigentlich ganz gut mit dem Kinderwagen. Nur hatte ich heute keinen Bock auf Kinderwagen. Oh Gott, wie fertig. Zu Hause angekommen, ich habe mich erstmal in meine Chiller-Klamotten geworfen. Werde jetzt ganz schnell meinen Kaffee machen. Meine neuen Arzum Oka. Da gebe ich einfach Kaffee rauf und dann drücke ich die einfach so düt und dann geht das hier gleich. Und ich muss hier noch ein bisschen so, aufräumen. Kaffee, Pudding. Ich habe irgendwie so ein scheiß Viech hier gestochen, ey. Ich weiß auch nicht, was das hier wieder ist, aber es tut auf jeden Fall. Tut zwar nicht weh, aber es juckt. Es juckt bis zum geht nicht mehr. Naja, auf jeden Fall werde ich das jetzt ein bisschen eincremen. Dann werde ich mir das hier nochmal angucken. Das hatte ich euch ja schon auf Insta gezeigt. Das ist die Kette, die wo die Namen, 100 Namen von Allah drin stehen. Ich finde die so schön, nur die muss man halt jedes Mal abnehmen, wenn man auf die Toilette geht. Das ist halt eine Religionskette, ne? Was viele auch hier dieses als, nicht als Kleeblatt, sondern als Kreuz tragen. Also ich finde, das ist definitiv ein Kleeblatt. Das ist übrigens die neue kleine Version von unserer Kleeblattkette mit, da sieht man, das ist so, das changiert so schön. Ich finde die auch sehr schön. Ja, Kaffee genießen und Pudding essen. Wir haben es jetzt vier, kurz vor vier. Und ja. Essen muss ich heute nicht mehr machen, weil ich gestern schon gemacht habe. Juhu! Baby, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, Olum! Kann die bitte einer für mich ausleeren, bitte? Ich hab keinen Bock drauf jetzt so. Geht einfach mal gar nicht. Hamza lernt gerade seine Zahnbürsten kennen. Ich als Zahnarztin ist natürlich wichtig, dass ich meinem Kind auch beibringe, frühzeitig Zähne zu putzen. Und da er jetzt schon Zähnchen hat, kann er auch gleich schon damit anfangen. Dimo Olum. Ich werde mir gleich nochmal einen Tee machen. Wiu. So, dann machen wir den Tee. Okay, ausleeren. Ja? Ohne. Kamera? Darf ich schon kommen? Schon? Schick ihm ja Pürsen da. Wen nehme ich denn Jusen? Er wird Hallo, der. Hallo. Hallo, hallo, merhaba. Adını yazmışım daha da yazamıyorum. Üfkes. Telefone, die aus dem Ausland in die Türkei kommen, werden normalerweise in der Regel nach 122 Tagen gesperrt. Das heißt, du kannst dann nicht mehr mit einer türkischen Karte in einem ausländischen Telefon telefonieren, es sei denn, du lässt das Telefon registrieren auf dein Passaport. Ja, bei meinem Passaport geht es nicht, weil ich in der Türkei anders heiße als in Deutschland. Und auf Hamzas Passaport, deutschen Pass, geht's auch nicht, weil er noch nicht volljährig ist. So, ich glaube, ihr werdet diese Loks hassen. Es ist immer so langweilig bei mir. Hamza ist jetzt aufgestanden, er hatte seinen zweiten oder dritten Mittagsschlaf. So, ich muss jetzt hier die Klamotten noch wegräumen. Da wollte ich euch dann nochmal hier das hier zeigen.
Das sind ja alles diese typisch türkischen, selbstgestrickten Sachen. Wenn die Kleinen dann aus dem Schlaf aufwachen, dass sie dann nicht gleich frieren, dann kriegen sie immer so ein Jäckchen übergezogen. Das mache ich auch in der Regel. Jungs mögen das ja nicht so warm, deswegen lasse ich ihn dann auch nur 5 bis 10 Minuten da drin und dann ziehe ich es wieder aus. Das ist jetzt auch hier so ein selbstgestricktes. Sieht das nicht toll aus? Also ich finde es immer richtig cool. Und das ist hier zum Beispiel was von Sami. Das ist jetzt schon über 30 Jahre alt und das auch. Und da sieht man auch, ne? Oh Gott, will ich das Hamsa anziehen? Ja, aber da steckt so viel Liebe im Detail drin. Ne? Es ist zwar gelb, aber da braucht er natürlich noch, ich glaube, so in einem Jahr würde der da bestimmt reinpassen. Guck mal, auch das ist selbst gestrickt. Ist das nicht cool? Und ich finde sowas natürlich 1000-mal schöner als gekauft. Natürlich kann man es auch kaufen. Die Sachen hier sind zum Beispiel von Lupilu. Kennt ihr wahrscheinlich von Lidl. Die sind natürlich auch nicht schlecht, aber das ist wahrscheinlich nicht alles selbst gestrickt, sondern Maschine. Aber auch das hält schön warm. Übrigens, einige wollten wissen, wie das Bad hier im Schlafzimmer aussieht. So, es ist ein ganz normales Badezimmer. Hamsa. Hier so mit Spiegel und Unterschrank und hier noch so ein Dings. Also das ist überwiegend so mein WC, ne? Das ist mein Revier. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was dieses Ding hier ist. Ja, das ist... Das simuliert diese à la Turca-Toiletten, also nicht à la Franga, sondern diese andere Toiletten. Ich weiß nicht, wie hieß denn das? Ach so, Hocker. Genau, das hatte ich mal von Amazon. Da macht man so einfach seine Füße drauf und dann kann man besser kacken. Und dann flutscht es besser. Also das ist wirklich, schaut euch das unbedingt an, aber es flutscht wirklich besser. Die sind immer so süß, wenn sie aus dem Schlaf aufwachen. Dudi! Mr. Dudi! Ich würde euch jetzt mal ein Bild von Hamsa auf Instagram posten. Dann könnt ihr mal sehen, wie er aussieht. Aber natürlich ein älteres Bild. Aber so sieht er nämlich nicht mehr aus. Weil die verändern sich so heftig. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber dann habt ihr wenigstens schon mal einen Ansatz, wie er aussieht. Diddy! Hast du eine Allergie gegen Mama? Aber ich habe keine gegen. Möchte ich aufessen mit dir? Komm mal nur, Leute, wie kann man nur so süß sein? Ich möchte ihn aufessen. Manchmal denke ich so, oh Gott, guck mal, er ist so süß. Und dann denke ich mir so im Nachhinein, ich glaube, jede Mutter findet ihr Kind süß, ne? Es gibt bei uns einen Spruch so, auch ein Rabe findet sein Baby süß. Hm? Auch wenn es vielleicht gar nicht süß ist. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Über Stock und über Steine, aber bricht ihn nicht die Beine. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Ich habe hier übrigens das hier zugeschickt bekommen. Das ist das von Maybelline Dream Satin Liquid. Bin ich sehr zufrieden damit. Und natürlich dieses Satin Spray dazu. Dream Satin Mist, sorry. Diese NYX Powder Puff. Irgendwie fühlt sich das nicht so puterig an auf den Lippen. Oder vielleicht trage ich es auch einfach falsch auf. Na egal. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier die Wäsche noch waschen. Ich muss jetzt hier nochmal unseren Windeleimer ausleeren. Ey Leute, was macht ihr ohne Windeleimer, ne? Ohne Windeleimer, die ganze Bude würde danach stinken. Es geht ja noch mit 8 Monaten, aber ich glaube, je älter sie werden, umso heftiger riecht das nachher. Und dass immer viele sagen, dass das so überflüssig ist, finde ich überhaupt gar nicht. So, es ist jetzt 7:30. Wir haben gerade noch mal eine halbe Stunde gespielt. Jetzt gibt es einen guten Abendbrei. Und zwar mag er den von Abdermi singen. Ich mache den auch ab und an selber, aber jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Deswegen gibt es jetzt hier dieses Fertigzeugs. Manchmal denke ich so, wow, wie geil schmeckt das bitte. Ja, ich mache es ein bisschen warm, muss aber eigentlich nicht, aber ja. So, für mich ist es immer sehr wichtig, dass wir gemeinsam essen. Deswegen sitzen wir auch immer gemeinsam am Tisch. Boah, schmeckt so lecker, meine Güte, hier. Ja, bei mir gibt es Joghurtsuppe. Ich habe hier noch ein bisschen was Ausgepresstes. Und jetzt habe ich mir in der Mikro noch erwärmt. Nein, das ist übrigens nicht die Uhrzeit. Total boring und langweilig. Ein Brokkoli-Gratin. Ich hatte jetzt keinen Bock mehr, noch einen Salat dazu zu machen, aber normalerweise esse ich den dann auch, aber kein Bock. So, wir beiden Hübschen essen jetzt noch zusammen. Papa ist auch noch nicht da und dann leite ich so langsam die Abendroutine ein. Für den Schlaf, also zum Schlaf und so gibt es ja noch irgendwann noch mal extra ein Video, was wir da so machen, aber da würde ich jetzt den Abend ausklingen lassen. Und würde jetzt sagen... Das war's. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Die letzten beiden Videos hier und abonnieren könnt ihr mich hier. Und dann würde ich mich natürlich über ein Kommentarchen freuen. Bis dann. Danke fürs Einschalten und tschüss.